Ja, dann solltest du schnell ein Gegengift hier die Analyse eines Nerven herstellen. Du musst ein Gegengift herstellen. Ihre Lebenszeichen schlagen wild aus. Was ist passiert? Schon gut. Kommen Sie nur wieder an die Oberfläche, damit ich das Mittel abwerfen kann. Und dann kommen Sie hierher, damit ich Sie untersuchen kann. Okay. Gibt's hier eigentlich nur einen Ausgang, oder? Oh, da ist noch ein Datenpaket, aber ich glaube mal, das ist dem Batman jetzt gerade ganz schön egal. Ich muss zurück an die Oberfläche. Ja, Batman, das solltest du, weil ansonsten stirbst du. Aber an sich noch ganz schön gut zu Fuß, dafür, dass das so ein starkes Nervengift sein soll. Was würde Ihr Vater sagen, wenn er Sie jetzt sehen könnte? Wie Sie das Vermögen der Familie für Ihre nächtlichen Eskapaden verschwenden? Und wozu? Sie sind nicht der Erlöser dieser Stadt. Sie sind ein Wayne. Und zwar ein verwöhnter, verschwenderischer und enttäuschender Wayne. Vergessen, wofür der Name Ihrer Familie steht. Sie enttäuschen mich. Sie enttäuschen mich. Bitte, hilf mir doch! Oh, ich wollte sie hauen. Jetzt aber noch lange Aufzug fahren, ey. Das, obwohl man sich beeilen muss. Okay, was haben wir denn hier? Hauptsache, sich noch mit der Luft. Batman, du musst an die Oberfläche. Du musst hier raus. Weil sonst stirbst du. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Deine Kraft, deine Fähigkeiten bedeuten gar nichts. Mein Gift ist... Du solltest dir deine Kraft abteilen. Du kämpfst gegen Schaden. Okay, jetzt müssen wir die also besiegen mit Nervengift. Also wenn die sie jetzt besiegen lässt von uns, obwohl wir Nervengift in unserem Blut haben... Dann ist sie ganz schön schlecht. Aber du wirst dich dem Gift nicht ewig widersetzen. Ah, verdammt. Nochmal. Jetzt schlag ich zu.
perfekt. Ich bin hier drüben, Ben. Sind nicht mehr viele da. Ein wenig Kampfgeist, hast du noch was? Ja, habe ich noch. Also komm ruhig her, ich habe keine Angst. Macht Scheiße. Was machst du da, Batman? Kämpfen. Kämpfen mache ich da. Aua. Der hätte ich ausweichen sollen, glaube ich. Da ist jetzt die echte hoffentlich, oder? Ah. Du bist geheilt? Mein Gift ist immer noch in deinen Venen und wird da bleiben, solange du lebst. Was nicht sehr lang sein wird. Glaubst du, diese Fesseln werden mich halten? Vielleicht nicht. Aber versuch mal da rauszukommen. Ich weiß, wo er ist. Sag es mir. Es gibt ein Treffen. Alle Killer sollen da sein. Wenn du mich freilässt, sag ich dir wo. Danke. Ich schulde dir was. Warte, ich kann dir den Ort nennen. Das hast du schon. Perfekt. Alfred, gib dem GCPD einen anonymen Hinweis. Die sollen mal einen Blick in die Container beim Stahlwerk werfen. Heißt das, Sie haben sich um Copperhead gekümmert? Ja, und jetzt werde ich mich um den Joker kümmern. Ich glaube nicht, dass das sehr klug ist nach allem, was Sie eben durchgemacht haben. Sie benötigen medizinische Fürsorge. Nicht jetzt, Alfred. Die Handschuhe des Electrocutioners senden ein starkes elektromagnetisches Signal aus, dem ich mit meinem Scanner folgen kann. Er wird mich direkt zum Joker führen, aber zuerst muss ich aus dem Stahlwerk raus. Okay, aber erstmal muss ich ein Charakterprofil anzeigen. So, jetzt muss ich hier raus. Das heißt, ich nehme einfach den Weg, den ich gekommen bin. Gott sei Dank, mein Rücken bringt mich noch um. Und was jetzt? Wir warten. Was alle erledigt? Wunderbar. Ich sollte den Kanister zerstören, bevor ich weitergehe. Ja, dann mach mal, Batman. Alfred? Sir? Ich lade eine Probe der Chemikalie hoch. Du musst für mich die Stadt danach scannen. Suche nach einer hohen Konzentration des Gemischs. Finde die Quelle, dann lege ich sie lahm. Gewiss, ich gebe Bescheid, sobald ich etwas gefunden habe. Okay, gut, dann kann ich jetzt meinen Stufenaufstieg machen. Nee, da ging ja nichts. Ich glaube, hier kann ich noch ein paar Sachen machen. Was ist das hier? Das ist geil. Das ist geil. Ich empfange kein Signal vom Electrocutioner.
Ich muss weiter nach oben. Der mittlere Pfeiler der Pioneer Bridge sollte reichen. Okay, das heißt, das ist meine nächste Aufgabe, aber an dieser Stelle lege ich eine Aufnahme. So, willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Mir ist in den letzten Parts aufgefallen, als ich die wieder angeguckt habe, dass die extrem krass asynchron waren. Ich denke aber mal, dass ich rausgefunden habe, woran das gelegen hat. Und ich denke mal, dass es jetzt besser sein sollte. Jedenfalls hoffe ich das. Ich dachte mal, wir tun hier mal ein paar von diesen Datenpaketen machen. Ich habe übrigens auch hier in der Gegend jetzt mal alle Netzwerkrelais zerstört. Und ein Datenpaket habe ich sogar auch aufgenommen, aber das lag echt einfach nur rum. Man hat also nicht wirklich was verpasst. So, jetzt mal gucken. Ja, mal ein Energiezeichen. Aber ich denke mal, das kann uns ganz schön egal sein. So, jetzt mal gucken. Wir haben hier ein Datenpaket. Und wir haben... Und wir haben hier das hier. Was auch immer das ganze Zeug jetzt bewirken soll. Tragbarer Generator. Kann mit Hilfe der Schockhandschuhe überladen werden. Das können wir also schon mal vergessen, denn die bekommen wir höchstwahrscheinlich vom Electrocutioner. Dann gehen wir mal da hinten hin und dann sollten wir vielleicht nachher auch noch die Datenbetreuer machen. Weil wenn wir da so nach und nach hin und wieder mal ein bisschen Enigma-Scheiße machen, dann kriegt man das auch ganz gut fertig, glaube ich. So, wir haben hier einfach nur sowas. Ich denke mal, dass das ganz okay sein dürfte, wenn ich das einfach so mache. Was? Passwort abgelehnt? Unfair. Gemein? Nee. Yes. Batman, was sollte das denn schon wieder? Das nächste ist ja direkt schon hier. Müssen wir gar nicht weit fliegen, das ist wunderbar. Entschuldigen Sie, Sir, aber ich habe Berichte über einen Tumult in Ihrer Nähe erhalten. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Sie sollten sich das vielleicht ansehen. Okay, ein Tumult. Ja, euch geht's echt an den Kragen. Alfred hat mit mir geredet und ihr wagt es, mich zu unterbrechen. Okay. Da bist du hingerannt. Gucke mal. Oh, verdammt, ich wollte ihn eigentlich dropkicken, aber naja. Sowas passt auch. So, jetzt würde ich sehr gerne wahrscheinlich da rein, weil da wird es sein. Nicht gerade schwer versteckt. Ah, okay, okay. Okay, okay, okay. Das sagt mir jetzt relativ wenig. Gut. Das bedeutet jetzt aber hoffentlich nicht, dass das da drinnen ist, sondern dass das da oben ist. Also auf dem Gebäude drauf. Sagt mir, dass das bedeutet, dass ich... Hey! Da ist dein Sniper. Der ist aber rotzefrech, ey. Dass er mich hier einfach anzielt. Scheint so, wie als müsste ich mich um diesen Kerl kümmern. Ich sehe ihn. Es gibt...